Inevitable Masters of Manipulation Und damit hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, zu einem weiteren Video innerhalb kürzester Zeit über Total Warhammer 3. Ja, es ist soweit, wir erfahren nun mehr über Zinsch und das, was wir gerade eben jetzt hier im Video, also genau genommen im Trailer über gesehen haben, ist eigentlich auf den ersten Blick jetzt nicht so viel mega neues. Wir haben die meisten Einheiten, die wir darin gesehen haben, schon gesehen. Also die Horrors, die Diskreiter, die äh, Screamer und so weiter und so fort. Selbst die Gargoyles haben wir schon gesehen, wo, obwohl wir sie dieses Mal, glaube ich, ein bisschen besser gesehen haben. Flamers habe ich gesehen und um natürlich auch Dämonenprinzen, die Forsaken und natürlich auch äh, Kairos und so weiter und so fort. Das ist alles tatsächlich gar nicht so neu. Was neu ist. Das ist das, was auf der FAQ-Webseite steht und ich möchte deswegen eigentlich viel mehr über das hier in diesem Video reden, denn das hat es tatsächlich in sich und ich bin tatsächlich sehr, sehr happy darüber, dass so einiges von dem, was ich mir gedacht habe, hier ins Spiel kommt. Das Erste, was wir erleben, ist, es gibt eine neue Währung, sogenannte Grimoire, die ausgegeben werden können für allerhand verschiedenes Zeug. Einerseits natürlich auch zum Forschen, denn äh, der Forschungsbaum für Zinsch wird ein sehr, sehr komplexer sein, aber auch um bestimmte Aktionen in der Welt durchzuführen. Und das ist wirklich eine ganze Menge manipulativer Kram. Also es ist ich weiß noch nicht so hundertprozentig genau wie man das zu verstehen hat ich blende euch jetzt hier einfach gerade einmal die Liste der Dinge ein die wir wohl tun können und da sehen wir auch unten rechts bei Perform da dieses Buch mit 50 das werden wahrscheinlich diese Grimoire sein schätze ich mal ja und die kosten dann halt so verschiedene Aktionen und so wie es aussieht muss man diese verschiedenen ja Aktionen die man durchführen kann auch erstmal freischalten aber sie sind sehr sehr, mächtig. Zum einen können wir ganz ganz ja, einfach mal so eine Siedlung transferieren. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das irgendwie eine Siedlung auch von jemand anderem sein kann, aber so wie es aussieht, können wir auf jeden Fall eine Siedlung von uns irgendjemandem geben. Warum das sinnvoll sein kann, ist für mich momentan noch ein Rätsel, aber es wird sicherlich keine sinnlos Aktion sein. Vielleicht können wir damit eine Falle setzen, vielleicht können wir damit irgendwie etwas tun. Um mehr Einblicke in die Gegner zu bekommen, vielleicht mehr Chaos-Korruption dort auszulösen. Wir werden sehen, dafür brauchen wir Gameplay. Was wir auch tun können, ist, wir können durch das Ausgeben von solchen Grimoires Tore von Siedlungen öffnen und dann angreifen bei offenen Toren, was sehr, sehr nützlich sein kann, weil dann muss man nicht immer unbedingt einfach mal die Türen aufschlagen oder über die Mauern klettern. Wir können Rebellionen auslösen. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie schnell das geht, aber vom Text her liest es sich so, als ob das schon ziemlich flott gehen kann. Das könnte durchaus nützlich sein, um gegnerische Armeen einfach mal abzulenken von euren eigenen Aktionen. Dann können wir andere Armeen beobachten. Also wir können mehr oder weniger sehen, was sie sehen. Was ich auch ziemlich heftig finde. Ich weiß allerdings nicht, ob sich das mit einer anderen... Fähigkeit, die äh, wir auch tun können, nämlich dieses Reveal Shroud nicht irgendwie beißt. Da können wir nämlich irgendwie die komplette Sicht über eine feindliche Fraktion, also ihr, über ihr Territorium gewinnen, wobei man da unterscheiden kann. Ne? Also vielleicht ist es wirklich nur das Territorium und nicht das, was die Armeen sehen, also vielleicht nur von den Siedlungen ausgegangen dann kann natürlich wiederum hier dieses Track Army wiederum sehr, sehr nützlich werden, weil dann sehen wir vielleicht, wo eine bestimmte feindliche Armee hin unterwegs ist und was sie so tut. Apropos unterwegs ist und was sie so tut. Wir können durch Reveal Faction Intentions herausfinden, was hat eigentlich diese Fraktion gerade eben vor. Wie das genau sich darstellen wird, keine Ahnung, aber wir erfahren dann offensichtlich, ja, diese Fraktion plant, XYZ anzugreifen oder dieses oder jenes bin selber einfach mal gespannt, wie Creative Assembly uns das präsentieren will, was wir für geheime, gefährliche Wissensbatzen da quasi generieren können und vor allem auch wie das alles zu balancen ist, denn mir kommt das extrem mächtig vor, einfach de facto diesen unfassbaren Informationsvorteil, der de facto ja auch im echten Leben Kriege entscheidet. Also, wie man das balancen soll, keine Ahnung, aber wahrscheinlich einfach über das nur so nach und nach Freischalten der verschiedenen Möglichkeiten, die einem hier offen sind. Denn wenn man alles von Anfang an hätte, ich glaube, dann wäre das kein Kampf, dann wäre das eigentlich schon so gut wie gewonnen. Aber sei es drum. es ist noch lange nicht alles. Es kommen noch ein paar richtig große Batzen. Wir können Halt Faction machen. Das heißt, wir können verhindern, dass Helden, Charaktere und ja auch dementsprechend wohl auch Armeen, weil es ja sich um Charaktere hier dreht eine Runde lang gar nichts tun können. Die bleiben einfach nur stehen. Wir können sie de facto blocken. Computer sagt nein, um es mal so zu sagen. Dann können wir eine nicht mit uns verbündete Fraktion zu einem koordinierten Kriegsziel bewegen. Also wir können sie dazu bewegen, etwas anzugreifen. Das stelle ich mir allerdings noch ein bisschen kompliziert vor, weil ich nicht weiß, ob man dafür nicht eventuell einen Krieg bei denen erstmal haben muss, also einen gemeinsamen Krieg, aber man ist nicht verbündet. Ähm, ich hoffe, ihr könnt mir folgen bei dem Gedanken. Also wenn ich halt quasi mit irgendeiner anderen Fraktion, der ich sage quasi, ich greife dieses Ziel an, ich bin nicht mit dieser Fraktion verbündet, wir haben aber ein, beide einen gemeinsamen Krieg, muss das sein? Oder... Würde diese Fraktion dann den Krieg erklären, um diese Aktion auszuführen? Wahrscheinlich nicht. Ähm, könnte eine sehr, sehr spezielle Aktion sein, wenn äh, es nicht so möglich sein sollte, dass sie dann den Krieg erklärt. Aber die gute Nachricht ist, es gibt noch eine weitere Fähigkeit: Force War. Wir können einen Krieg zwischen zwei Fraktionen einfach mal so auslösen. Das ist de facto diese Hochelfen-Mechanik äh, aus Warhammer 2 in Hardcore wo man bis jetzt eigentlich immer nur die Laune, also die, die Beziehungen zwischen zwei Fraktionen verbessern oder verschlechtern konnte, können wir hier offensichtlich einfach direkt einen Krieg zwischen beiden auslösen. Das ist echt heftig. Und ähm, ist natürlich die Frage, wie die KI darauf reagieren wird, ob die sofort wieder Frieden macht oder ob das dann wirklich ein Full All-Out-War wird, der dann erstmal gefochten wird. Das ist so eine Sache, da bin ich gespannt, wie das äh, ge ja, gemanagt wird. Und das nächste ist, wir können. Dafür sorgen, dass ein Gegner, der uns aufgrund seiner Verbündeten zu mächtig vorkommt, plötzlich alleine dasteht. Wir können die Allianz, also das Bündnis zwischen zwei, ja, Fraktionen, die nicht wir sind, einfach so beenden. Und das ermöglicht uns ja im Zweifelsfall halt einfach dann nur einen von beiden anzugreifen oder der andere, der guckt einfach nur zu. Der war gerade eben noch verbündet und nur weil wir gesagt haben, so euer Bündnis ist beendet, hilft er nicht. Gut, es bleibt wahrscheinlich trotzdem noch die Möglichkeit, dass sie sich dann wieder verbünden und sich gegenseitig in den Krieg rufen. Da bin ich auch mal gespannt, wie Creative Assembly das irgendwie in den Griff bekommen will. Denn ähm, wir haben in Warhammer 2 ganz, ganz oft erlebt, dass die wildesten, ähm, ja, gemeinsam vereint gegen uns Aktionen vorgekommen sind. Na, das härteste, was ich mal erlebt habe, war, dass Zwerge Orks gerufen haben, weil ich mit ihnen Krieg hatte als Imperium. Das war sehr, sehr weird. Oder andersrum waren es Orks, die 2G gerufen haben, obwohl sie nicht miteinander verbündet waren. Also äh, da kann man einfach nur mal abwarten, wie äh, das Ganze hier gemacht wird. Aber wir sehen, da ist eine ganze Menge manipulativer Kram dabei. Und ich bin einfach nur gespannt, das endlich mal testen zu dürfen. Und ich bin super happy, dass es sich in diese Richtung bewegt. Zumindest auf den ersten Blick. Denn. Es kann natürlich auch immer noch sein, dass das alles ähnlich teuer ist, gar nicht funktioniert und so weiter und so fort. Aber ich will jetzt gerade eben eigentlich gar nicht so denken, denn man merkt, das grundlegende Konzept von Zinsch ist in meinen Augen bei CA angekommen und sie versuchen das wirklich irgendwie jetzt hier in das Spiel zu gießen, um es wirklich zu einem Zinsch in Total War machen zu lassen. Und da bin ich ehrlich gesagt wirklich happy und sehr gespannt darauf, also positiv gespannt darauf, wie sich das am Ende darstellen wird. Aber da hören die neuen Informationen ja noch nicht auf, denn wir haben tatsächlich die Möglichkeit, die Winde der Magie zu manipulieren. Zwar nur an den Orten, an denen wir selber eine Siedlung haben, aber wir können tatsächlich die Winde der Magie von einer unserer Siedlungen zu einer anderen Siedlung transferieren wie teuer das wird, wie das genau möglich ist, wie schnell das geht und vor allem halt auch letzten Endes, ja, wie praktikabel es letzten Endes sein wird, das kann man jetzt momentan noch nicht sagen. Es sind einfach nur Grundinformationen. Aber die grundlegende Idee finde ich schon mal ziemlich, ziemlich geil, weil sie passt super zu Zinsch. Was bringt uns das Ganze? Natürlich, vor Ort könnten feindliche Armeen sein, die wir mit unseren Armeen bekämpfen wollen. Und dann wollen wir natürlich mit unseren Winden der Magie die Gegner einfach in Grund und Boden zaubern. Aber es soll auch Gebäude geben, also ganz, ganz normal in den Gebäudeslots auf der Kampagnenkarte, die von den Winden der Magie abhängig sind. Was die genau tun, wissen wir noch nicht. Müssen wir schauen. Gibt es noch keine näheren Informationen? Wird alles noch kommen? Aber... Es heißt, dass manche Gebäude, ja, letzten Endes es besonders dann wirklich gut funktionieren werden, wenn die Winde der Magie an einem bestimmten Ort besonders hoch sind oder genau genommen dort, wo diese Gebäude halt stehen, besonders hoch sind. Was bedeutet, es könnte gut sein, dass wir permanent vielleicht sogar dabei sein werden, die Winde der Magie aus den verschiedenen Ecken der Warmer World an die von uns gewünschten Stellen zu transferieren. Zumindest in meiner Fantasie, ob das am Ende wirklich so funktionieren wird, sei mal dahingestellt. Und das ich übrigens auch angekündigt habe, was ich glaube, was kommt, kommt jetzt tatsächlich. Wir haben unterschiedliche Arten der Korruption. Das ist das nächste Thema, was wir besprechen müssen. Es gibt allgemein immer noch die Chaoskorruption, aber weil die Götter sich natürlich untereinander uneins sind, haben wir untereinander und das ist auch für unsere eigene Fraktion wichtig, eine eigene Chaos Zinsch-Korruption, die sich von Korn, von Nörgel, von Slanisch unterscheidet und uns neue Möglichkeiten bietet. Und die ist sogar, na zumindest jetzt hier erstmal im FAQ numerisch festgelegt und schaltet, je nachdem, wie viel Zinsch-Korruption wir angesammelt haben, Riten frei. Ich nenne es jetzt mal allgemein Riten, weil es sich für mich wie Riten liest. Es heißt. Offiziell Unholy Manifestations. Und es gibt vier bis jetzt davon, die bekannt sind. Wahrscheinlich wird es auch bei diesen vier bleiben, aber ich weiß es nicht. Auf jeden Fall vier Stück sind auf jeden Fall jetzt angesprochen. Das ist einmal hier dieses äh, Scriveners of Insanity, Mutagenic Energies, Magic Flare und Night of Madness. Und die machen alle unterschiedliche Dinge und werden auch zu unterschiedlichen Stellen freigeschaltet. Das einzige, was von Anfang an schon freigeschaltet ist, ist dieses Scriveners of Insanity. Und sorgt letztendlich eigentlich nur dafür, dass eine eigene Armee in einem feindlichen Land stehen und eine ganze große Menge an Grimoires generieren kann. Ja, das ist sehr, sehr nützlich. Das heißt, es beschleunigt wahrscheinlich einfach nur quasi unsere anderen Aktionen. Die anderen Sachen, wie zum Beispiel Mutagenic Energies, sorgt dafür, dass eine feindliche Armee für einen Turn Verschleiß bekommt, den sie auf gar keinen Fall mindern oder abwenden kann. Jetzt hoffe ich einfach mal, ähm, dass... Der Verschleiß auch für die KI in Zukunft auch auf höheren Schwierigkeitsgraden ein spürbarer Faktor ist, weil ansonsten wäre Multigenic Energies wahrscheinlich ziemlich nutzlos. In Warmer 2 war Verschleiß, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, in der Regel jetzt nicht so der heiße Scheiß. Ähm, aber sein, lassen wir das mal so dahingestellt. Magic Flare äh, sorgt dafür, dass eine besondere Barriere, also ein Schild, den nur Zinscheinheiten besitzen, und den wir noch nicht kennen, also wir wissen noch nicht genau, was dieses Schild eigentlich tut, wie der funktioniert, das wird alles erst noch revealed. Der wird besser. Ja, schwer zu sagen, was man davon zu halten hat, wenn man nicht weiß, wie er funktioniert. Um das letzte Night of Madness, das ist tatsächlich sogar sehr, sehr interessant. Wir können noch mehr Zinskorruption in einem feindlichen Gebiet oder generell in einem Gebiet generieren, indem wir damit quasi mit dem Night of Madness eine befreundete Armee, ja Segnen, wenn ihr so wollt. Und gleichzeitig auch die öffentliche Ordnung bzw. die Kontrolle senken. Also wir können damit quasi eine ganze Menge Unordnung in andere Gebiete bringen. Ja, und noch die letzten beiden Dinge, die ich hier absolut erwähnenswert finde und damit eigentlich auch zum Abschluss kommen will. Es wird Kulte geben. Und diese Kulte. Ja, das hatte ich eigentlich auch schon vermutet, dass man so etwas tun könnte. Die entstehen in Landstrichen, wenn ein Chaosgott oder generell ein Gott, wahrscheinlich geht es hierbei nur um die Chaosgötter, anfängt sich in bestimmten Gebieten wahrscheinlich in einer Provinz durchzusetzen. Das heißt also, wenn die entsprechende Korruption dieses Gottes, in dem Fall die Ziehenskorruption, besonders hoch ist und dann entstehen Gebäudeslots, die dann so, ja. Das eine oder andere Gebäude, das man dort dann wahrscheinlich bauen kann, einsetzen kann. Für Zinsch gibt es dann sogenannte Sanctuaries, Repositories, Sanctums und Campuses, die unterschiedliche Dinge tun, insbesondere Grimoire generieren und auch ein paar andere Dinge. Die Details könnt ihr euch ja durchlesen. Aber das finde ich auch ziemlich nice. Also, ähm, das kann ziemlich nützlich werden, wenn man sich so ein bisschen so durchsetzt. Aber es kann natürlich auch krass snowballen, ne? muss man da auch bedenken. Bin gespannt, wie das gebalanced wird, aber ich will jetzt momentan den Teufel und nicht an die Wand malen. Ich bin einfach nur gespannt, wie das sein wird. Das mächtigste kommt noch zum Schluss in meinen Augen, wenn das richtig gut gemacht wird. Äh, wobei es mich auch ganz, ganz stark an äh, den unterirdischen Vormarsch äh, von Zwergen, Grünhäuten, äh, Bestienfaden von Tiermenschen und so weiter so erinnert. Teleportation, allerdings ein bisschen anders. Wir können durch das Ausgeben von Winden der Magie die einer bestimmten Armee zugeordnet sind, eine Teleportation durchführen. Ich weiß nicht, wie weit. Wenn es weit ist, kann es sehr mächtig werden. Und es kann vor allem deswegen sehr mächtig werden, weil wir durch diese Teleportation, wenn ich es richtig verstanden habe, einen Hinterhalt bei einer anderen Armee auslösen. Also nicht, dass wir gehintert werden, sondern dass wir einen Hinterhalt für sie schaffen, weil wir so plötzlich auftauchen, wenn wir diese... Armee im Grunde treffen mit unserer Teleportation. Das heißt also, wenn wir dann am besten irgendwo einen Agenten rumlaufen haben, der dann feststellt, oh, da läuft gerade eben diese Armee rum, dann teleportiere ich mich drauf und löse einen Hinterhalt aus. Das kann krass werden, meine lieben Freunde. Mehr kann ich ja nicht gerade eben gar nicht sagen. Das ist alles, was wir bis jetzt weitgehend wissen. Vielleicht noch ein paar kleine Details, die ich jetzt hier ausgelassen habe, aber ich will auch nicht quasi eins zu eins alles, was im FAQ äh, Wort für Wort steht, hier einfach nur wiedergeben. Das ist die Zusammenfassung, meine lieben Freunde. Lest euch den FAQ durch. Und jetzt so langsam, aber sicher, zumindest was Zinschan geht, so ein bisschen Hype-Feeling kommt bei mir auf, obwohl ich es mir noch nicht erlauben will. Denn ähm, die Details sind wie immer wichtig. Das wisst ihr genauso gut wie ich. Also, wie es umgesetzt wird. Manche Dinge lesen sich so ein bisschen, genauso wie ich es so schon im vorherigen Video gesagt habe, mehr so Evolution und weniger Revolution. Aber das kann natürlich trotzdem eine runde Sache werden. Und ich bin überrascht. Wie nah Creative Assembly mit vielen, vielen Dingen an den Überlegungen dran war, die ich mir selber angestellt habe, mit euch zusammen in den vorherigen Videos, die ihr im Zweifelsfall auch nochmal abgleichen könnt, wenn ihr Bock habt. Ich bedanke mich jetzt auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit und würde einfach mal sagen, bis zum nächsten Video, macht's gut, schöne Zeit, tschüss und ade.